Nächste Variante, der sperrt sich. Ich habe versucht, oben reinzukommen hier, bin auch drin. Und jetzt gibt ihr alles, um nicht zu fallen. Hier, mit der Hand drauf. Oben drücken, hier drehen. Streichel den zu Boden. Dann wird der Locker wieder, oder? Warte. Fühlt sich das an? Oder kann ich nicht sagen, weich. Weich. So, mach eins. Ich habe euch heute Vormittag was erzählt, Verbindung zwischen oben und unten. Ne? Und die störe ich und mache sie weich. Ich mache echt nur eins. Leg die Hand drauf. Bisschen Druck, nicht viel. Atme dahin und drehe. Mehr mache ich nicht. Ja? Das reicht. Ja? Und gehen da oben. Der merkt, wie das immer leerer wird. Pack mal an. So, hops, der sperrt. Oh, werfen wir da nicht hier. Ja. Ich erhöhe nicht die Kraft oben. Nee, scheißen Dreck. Geh dran, rein. Aber du kannst es merken, weil, also vor allem mal ratiomäßig, du merkst, dass, ja, dass deine eigene Konzentration geht dahin. Also hier oben ist mir ja alles klar, das spüre ich ja da eigentlich gehen und plötzlich passiert da irgendwas. Ja, ja, das ist ja merkwürdig. Vor allem ist das merkwürdig. Ne? Nur selbst wenn er das ja jetzt weiß, kann er sich nicht dagegen wehren. Ja, weil das lockert einfach. Ja? Nicht zu viel, sonst macht er sich in die Hose. Ja, ein bisschen lockern. Ja? Eine ganz wichtige Sache, weil Kraft gegen Kraft, haben wir ja gesagt, ist nicht gut. Ja? Ist eine dumme Idee, tut allen weh. Mache ich hier nicht. Yin gegen Yang. Hart gegen weich. Hm? Nochmal. Hier. Er versucht ja, man hört es ja. Los ist er! Ja? Aber es will nicht klappen. Ist ja witzig, probiert's mal aus. Das ist ja. Muss man auch nicht jahrelang für meditieren. Das klappt schon ziemlich gut. An der Daumenseite zwischen Elle und Speichel, so zwischen den beiden Knochen. So, wenn ich da drauf drücke, passiert nichts. Fühlt sich ein bisschen komisch an, weil, um diesen Punkt zu aktivieren, müsst ihr drücken und ziehen. Vom Körper weg, zu euch hin. Jetzt sieht es schon anders aus. Ja, plötzlich geht er nach vorne. Um die Hand loszuwerden, ist eine relativ simple Geschichte. Ich nehme einen Knöchel, damit ich ordentlich drücken kann. Du hältst richtig fest und versuch nicht loszulassen. Das ist deine Aufgabe. Aufgabe verstanden? Ja. Dieses Ziehen ersetze ich, indem ich hier reingehe. Drücke den Knöchel in Richtung des Fußes, meines Fußes, das ist alles, was ich tue. Spann hier, bumm. Weil ich sehe das gerade nicht, ja? So, warum passiert das? Ich gebe über dem Nerv seinem Gehirn ein Signal, deine Hand ist kaputt. Was macht man dann, wenn man die Hand verletzt hat? Man lässt sie locker. Na, das passiert. Ja? Das ist kein mechanischer Gimmick, ja, sondern das, ich übertrumpf den Körper mit seinen eigenen Nerven festhalten. Du sollst nicht loslassen, ja. Okay? Tut das weh? Ja? Nö, also... Nee, nicht wirklich, muss nicht. Einige machen dann, ah, das war doof. Und du sagst, nee, aber eins ist ja wichtig, die Hand kann nicht mehr schließen, die Hand geht auf. Ja, und mehr will ich nicht. Das mal probieren, um zu lernen, wo der ist. Und dann werden wir mal auf dieser Bahn mehrere Punkte addieren und gucken, was dann Spannendes passiert. Das geht nämlich auch. Das war jemand anders. Ein und Speiche. Ja. Ich bin noch abgerutscht halt. Ich bin schon mehr abgerutscht. Ja, viel Kraft. Du hast aber auch Hände wie ein Schaufel. Ja, das reicht. Das ist okay, wenn er dann noch gegen ihn. Da gehst du dir gleich rein. Ja. Einmal stopp! Das geht noch da getrunken. Ja. Ganz wichtig jetzt, damit ihr gleich nicht völlig durcheinander und kaputt seid. Wenn ihr das richtig macht, mit ein bisschen Atmung da rein und so, dann setzt ihr ein bisschen was von eurer Energie auch in ihn, was ihn stört. Das Schlimme ist, das kann nur der wieder zurücknehmen, der es ihm auch gegeben hat. So. Das heißt, wenn so eine Übungssequenz vorbei ist, zieht ihr das raus, bitte. Ja? Bedeutet, ich nehme den Arm, der lässt ganz locker. Ich gehe hier hin, ohne jetzt die Haare abzurupfen. Ja? Und ziehe zu mir hin. Ja? Raus. Ja? Streichen.
So, wenn ihr die anderen Arme auch gemacht habt, dasselbe. Ja, und das bitte jetzt gleich bei allen Übungen, wenn wir sie beendet haben, ja, einmal wieder regenerieren. Weil sonst ist da ja so viel fremdes Zeug in dem drin, dass der ganze Gang nicht nach Hause geht. Das kann böse werden. Das kann dazu führen, dass man sich ins Auto setzt und plötzlich 10 Minuten später weg ist. Ja, deswegen. Und das kann auch kein anderer für ihn tun. Das muss der machen, der ja, das da reingesetzt hat. Was ganz gut passt zu dieser Art Angriff, weil der Angriff ist deswegen gefährlich, weil ihr könnt mich in eine Faust ziehen, in den Kniestoß ziehen, in Kopfstoß, die russische Variante. Ja? So. Er muss für alles das, was er tut, muss er ziehen. Ja? Was braucht er, um ziehen zu können? Kraft. Und die schalte ich ab. Ich drücke den Ausschalter für seinen Arm. Da. Versuche mal hochzukommen. Es geht nicht mehr. Mit dem Arm nicht mehr. Gleichzeitig geht die Schulter nach hinten, was auch nicht verkehrt ist, weil da ist der Arm weiter weg. Gewicht geht auf dieses Bein, was bedeutet, Kicken mit dem vorderen Bein ist jetzt gerade auch mal ausgefallen. Die nächsten zwei, die ich schön dazu addieren kann, hebt man den Arm, sitzen hier, hinterm Ellbogen, links und rechts, oder wenn ich will, da oben drauf. Ist jetzt eine Geschmacksfrage. Ich mag die Unterhand, weil da kann er schlecht, der sieht er nicht. Hier sehen alle, oh, der greift auf meinen Arm, das ist doof, hier sehen die nichts, ne, was ich tue. Also, ich gehe hier hin, leg seinen Ellbogen in meinen Handteller. Und wenn ich jetzt Daumen und Zeigefinger schließe, bin ich genau an der richtigen Stelle. Derselbe Effekt, Arm wird schwach. Ja, und ich kriege ihn rangezogen. Ich kann ihn auch nicht so schnell verpassen, weil ich lege die Hand runter, dann ist das schon richtig. Und die beiden Dinge mache ich zusammen. Rein, da. Rein, ja, das mache ich wichtig. Ich halte hier fest und lege die flache Hand drauf. Warum? Damit das, was ich hier reingebe, nicht unten raus kann. Hm? Das darfst du mal in deinen Schützkasten machen. Der schöne Effekt, deine Idee, ich hau mal ins Gemächt. Hab ich nicht gesagt. Was ist denn die Reaktion, halt mal fest, wenn ich dem ins Gemächt haue? Da zieht sein Knie hoch wahrscheinlich, oder? Ja, weil die Reaktion ist, oh, der fällt auf mich drauf. Bei dem, was ich mache, sag ich seine Nerven, da ist ziemlich was kaputt. Der Effekt ist, die lassen los, und jetzt kommt der Brüller, wenn wir das im Stehen nachher machen, die drehen sich alle von euch weg. Weil der Körper sagt, hau ab da. Ja, das tut nicht gut. Der will ja irgendwie umfummeln. Ja. Der kann nicht festhalten. Ja, aber der Körper sagt, lass los. Wenn ich Hebel mache zum Beispiel, der Hebel ansetze, gebe ich damit auch Energie in meinen Gegenüber mit dem Hebel. Und bei ihm passiert dann Folgendes, sie fließen mir die Füße ab. Ich sperre einfach diesen Abfluss. Dann geht die rauf und runter. Die kann ich aus dem Körper. Ja, ziemlich blödes. Wenn ich Hebel mache zum Beispiel, oder Hebel ansetze, gebe ich damit auch Energie in meinen Gegenüber mit dem Hebel. Und bei ihm passiert dann Folgendes, sie fließen mir die Füße ab. Ich sperre einfach diesen Abfluss. Dann geht die rauf und runter. Die kann ich aus dem Körper. Ja, ziemlich blödes Gefühl. Beispiel, ich mache hier, kennen wir alle. So. Ja. Jetzt will ich den nicht so reißen, aber der Typ ist groß, ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Ja. Jetzt will ich den Hebel verstärken, ohne sein Gelenk mehr zu beanspruchen. Weil sonst hätte ich ja nur die Chance, noch schneller, noch rabiater, und dann ist weiter der Gelenk kaputt, ich bin ein friedlicher Mensch. Also, zwischen großem Zeh und dem anderen Zeh. Bisschen Druck, mehr mache ich nicht. Ich drücke jetzt nicht auf. Und ich brauche hier oben nur noch die Kraft einer Fliegerin. Weil das nicht mehr raus kann. Und bitte die Seite, die ihr hebelt. Ja? Ich kann das auch umgekehrt machen. Wenn ich zum Beispiel einen Armstreckhebel mache, sowas hier, ja? Und der soll richtig Wirkung haben, dann gehe ich einfach mit meinem flachen Fuß da drauf und sperre. Und schon kann ich mit ganz wenig Power, auch hier, wenn ich den Hebel jetzt setzen will, ja, mit ganz wenig Power den Hebel setzen, weil ich den Abfluss sperre.
kann man auch mittlerer Höhe machen. Ja? Jetzt gehe ich hier rein, halt mal dagegen. Kann er halten, jetzt lege ich hier die Hand drauf. Weil es gibt einen Kurzschluss. Nochmal. Rein. Halt dagegen. Kann er halten. Jetzt gehe ich da rein. Das ist ja schon die höhere Kunst von kombinieren. Ja, einfach drauf fixieren. Hier. Ach so. Ja. Und das reicht irgendwie. Hier. Ja. Siehst du, geht schon in den Kopf. Ja, ja, ja. So. Den auf den. Ja. 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 Nochmal, es war nix. War nix. Ja. Nein. Wenn er den Arm hier oben hat, ja, so ein bisschen fest und ich gehe da rein, ist das mit Sicherheit unangenehm, aber nicht so wirklich schlimm. Er macht ein bisschen die Augen so, ne, die Nase zwinkert, die Augen fangen an zu tränen, dann findet er dann auch doof. Das ist das Erste, was ihr bitte ausprobiert. Schön ist zu wissen, ihr könnt da nichts kaputt machen. Bitte nicht reinschlagen. Ja. Nur mal anklopfen. Hier und runter. Da. Ja? So. Kann auch alles noch aushalten. Jetzt mache ich einzig mal einen Kurzschluss. Ja? Du bleibst stehen, es ist kein Knockout. Ja? Das, was ich hier gebe, läuft ja ab. Ist sperrig, indem ich meine Hand an seinen Ellbogen lege. Mehr nicht. Ich drücke nicht, ich ziehe nicht. Ich kann auch nur so dran sein. Reicht. Kontakt. Jetzt mache ich das Gleiche nochmal. Es kam eine Reaktion, von der ich gerade gesprochen habe. Wo ist er hingegangen danach? Abgehauen. Gar nicht weggedreht. Die drehen sich weg. Au! Oh. Festhalten? Ich meine, bei so einer Nummer dreht er sich dann weg. Ja. Ah. Verstanden? Das kann jetzt zu einer Schlägerei ausarten. Weil ich bringe Aggressivität in eine aggressive Handlung. Wird sie dadurch weniger aggressiv? Nein. Ja? Mit dem, was ich mache, klaue ich ihm den Willen, aggressiv zu sein, weil sein Körper sagt, hau ab. Das ist scheiße da, geh. Mach es dann. Ja? Ja. Und nochmal, ihr müsst da nicht dran glauben, ihr müsst da nicht wild greifen, ihr habt einen Punkt treffen, ihr braucht nur auf dieser Seite einen Kontakt. Ja? Das war auf der Gegenseite. Sein Körper geteilt. Ja? Auf der Seite greife ich an, muss ich auf der Gegenseite einen Kurzschluss machen. Verstanden? Den kann ich hier machen, den kann ich da machen, den kann ich unten machen. Je weiter hoch, je besser. Ich kann auch auf dem Hals machen. Das ist besonders schlimm. Ein ganz kurzer Weg. So, Kopf mal drehen. Das ist meine Angriffsarea. Da oben. Relativ hart. Da klopfe ich mal mit dem Knöchel an, da passiert eigentlich nicht viel. Boah, ein bisschen auf Holz klopfen. Ja? Boah, klopf, klopf. So. Jetzt mache ich das Gleiche und habe hier aber meine Hand an dem Arm. Ja. K.O.-Schläge. Genau. Das war jetzt doch ein kurzer. Nee, es ging nicht. Ja? Oh. Er hat? Nein. Nein. Er hat aber auch nicht. Noch nicht mal was rot. Er hat keinen Schädel gebrochen, keinen Kiefer gebrochen. Hätte ich Zeit gehabt zu gehen? Locker. Hätte er gewusst, was ihm passiert ist? Nee, kann er damit zum Krankenhaus und Schmerzensgeld verlangen? Schwierig. Aber mit was halt nur so bin ich gesprungen. So ist ja normal. Einmal nur zum Testen. Ja, einmal. So. Jetzt noch einmal hier. Und jetzt noch da. Machen wir einfach so. Einfach den Kurzschluss hier runter. Ja. Das ist das. Die Beine unterziehen am besten. Ja, so ist normal. Ist okay. Jetzt wollen wir nochmal. Ich lasse doch mal bei Ihnen so. Let's see.
Nachbarn da drin. Alles gut. Alles gut. Massage ist gut. Aber weiter.